Wer holt sich den Titel Dancing Star 2023? Heute Abend ist es endlich soweit, das große Finale der diesjährigen Staffel von Let's Dance steht an. Am vergangenen Freitag musste Thymen Krause, 28, die beliebte Tanzshow gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova, 36, verlassen und kurz vor der finalen Show seinen Traum vom Sieg aufgeben. Um den Pott tanzen nun noch jeweils drei Promis mit ihren Profis. Welchem Duo drückt ihr heute Abend die Daumen? Anna Ermakova, 23, und Valentin Lusin, 36, begeistern die Jury in jeder Show aufs Neue und können sich vor Lob und Punkten gar nicht mehr retten. Haben sie sich auch in eure Herzen tanzen können? An der Seite von Zsolt Sándor Cseke, 35, legte Julia Beautix, 24, von Woche zu Woche eine totale Wandlung hin. Findet ihr, dass sich ihr Ehrgeiz ausgezahlt hat? Auch Philipp Boy, 35, und Patricia Ionel, 28, sind noch im Rennen um den Pott. Soll der Turner Dancing Star 2023 werden? In der vergangenen Sendung wurde es für den Sportler jedoch bereits ganz schön eng. Philipp hatte beim gefürchteten Impro-Dance nämlich einen Blackout. Hast du sie noch alle auf der Lampe? Du bist Leistungssportler gewesen, du hast Druck ausgehalten. Wahrscheinlich haben dir die Nerven das Finale gekostet, äußerte sich Juror Joachim Jambi, 58. Doch dank der Zuschauer konnte er sich dennoch einen Platz in der finalen Runde sichern. Should you?